Gut, dann wenden wir das einmal um. Dann haben wir auf der anderen Seite hier die Zierrille. Die sitzt hier längs. Wir reißen jetzt die Lasche an, okay, mit der die nächste Planke verbunden wird. Und arbeiten sie mit dem Beil aus. Können wir die Planke hier vorne einlegen. Jetzt hauen wir hier die nächste Verbindung für die Planke ab. Hier wird die nächste Planke rangesetzt. Da hauen wir mit dem Beil eine Schräge an. Gut, jetzt sind wir mit dem Beil fertig. Jetzt hobeln wir das noch ein bisschen über. Ja, jetzt ist die Lasche schön glatt. Jetzt können wir die Planke anbauen. Soweit sind wir fertig. Und jetzt hole ich sie hier rum und setze sie an. Ja, gut. Sitzt dicht hier oben. So sitzt er gut. Jetzt müssen wir genau gucken, dass die Planke richtig sitzt. In der richtigen Höhe. Und sie soll den richtigen Winkel haben. Ja. Die Wolle muss jetzt dazwischen, damit das Boot dicht wird. Dazu stopfen wir die Wolle in die Dichtrille. Sie muss eine gleichmäßige Stärke haben, damit sie an keiner Stelle eine Beule bildet. Und jetzt kommt Teer dazwischen. Das ist Kiefernholzteer und der macht das Boot dazwischen dicht. Die Wolle saugt sich mit dem Teer voll und der Teer verhindert auch, dass das Holz zu schnell rottet. Wir versuchen, ob der Spant an dieser Stelle sitzt. Ja, das sieht gut aus. So, diese Spannteile, die kommen jetzt im Boot an jeder Spannposition einmal dran und dann wird das Boot quer ausgesteift und obendrauf sitzen die Sitzbänke für die Ruderer und hier unten drinnen dran sitzt dann der Fußboden, auf dem man langläuft. So, davon haben wir jetzt noch 9 Stück zu machen und dann ist das Boot ausgesteift. Jetzt haben wir die letzten Spanten fertig und die Planken sind dran. Ja, dann können wir das Boot, denke ich, in 6 Wochen ins Wasser schieben und dann sind wir fertig mit unserer Arbeit. Das wäre gut, ja.